Hi, mein Name ist Lars und herzlich willkommen zu dem ersten Video von vielen aus unserer neuen Videoreihe C# für Einsteiger. Wer schon mal eine Idee hatte bezüglich eine Software zu entwickeln, eine Mobile App oder ein Spiel, meinetwegen mit Unity oder mit Godot, der kommt um das Thema Programmierung nicht drumherum. Die Logik hinter einer solchen App oder Software oder eines Spiels zu entwickeln, liegt ganz bei dem Programmierer. Und zwar muss der die Logik komplett von vorne bis hinten bauen und auch verstehen können. Und wen sowas interessiert, wer sowas lernen möchte, dem empfehle ich die nachfolgende Videoreihe. Deswegen, wir machen heute das erste Video. Ich weiß nicht, wie viele Videos kommen werden. Deswegen, guckt euch mal die Reihe an, gebt gerne ein Feedback und wir starten mit dem Inhalt des ersten jetzt nach diesem Intro hier. Viel Spaß! So, damit nochmal Hi hier unten in klein und schon geht es mit der Videoreihe los. An der Stelle bitte nochmal der Hinweis, lasst dem Channel doch gerne ein Abo da, wenn euch dieser Content, der jetzt hier kommt, gefällt. Und bitte gebt am Ende des Videos einen Daumen nach oben oder nach unten entsprechend, mit gerne auch Kritik in den Kommentaren, was euch gefallen hat und was nicht, wo ihr eventuell gehangen habt und sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten nutzt auch nochmal an der Stelle den Hinweis, der Discord-Link unten in der Videobeschreibung. So, bevor wir starten, erstmal ein bisschen Theorie und Fachchinesisch. Oh, also, nein. Die Kernfrage ist ja, was ist eigentlich Programmierung? Was macht man da genau? Naja, man kann es sich so vorstellen, stellt euch vor, ihr seid das kleine Kind und ihr lernt eure erste Sprache. Ihr lernt in dem Moment hinzugehen, zu sagen, ich lerne das erste Wort, das zweite, das dritte, das vierte und ihr lernt auch, jedes Wort hat seine eigene Bedeutung in dem Moment. Zum Beispiel wisst ihr das, der Mond für den Mondschild, Katze ist euer Haus, die ihr habt, oder Hund zum Beispiel. Ihr wisst, was die Farbe Rot ist. Ihr lernt quasi Wörter kennen und ihre Bedeutung. Dann lernt ihr irgendwann ja prinzipiell schreiben. Das machen wir hier quasi auch. Wir lernen eine Sprache und versuchen, diese dann niederzuschreiben, und zwar in Dateien. Diese Dateien haben meistens ein spezielles Dateiformat, also ein bisschen eine Endung hinten dran. In C# ist es eben .cs, so heißen unsere Dateien. Dann haben wir Code geschrieben. Wir haben meinetwegen 50, 100 Zeilen, ist ganz egal. Wir haben Code geschrieben in dieser Datei, unsere Sprache quasi. Jetzt haben wir natürlich dabei gewusst, was wir machen. Jetzt ist aber so, zwischen dem, was wir machen und dem, was der Computer ausführen kann, sind ja zwei Welten. Wir haben jetzt Wörter geschrieben, wir haben quasi logische Abläufe mit Sätzen oder allgemeinen Formulierungen dargestellt. Der Computer wiederum, der kann aber nur 0 und 1, da fließt nur Strom durch. Wir können da nicht viel mehr machen. Aber zum Glück gibt es ja sowas wie das Binärsystem quasi, wo man über 0 und 1 Zahlen und eben Dinge rauslesen kann. Und genau da diesen Weg, den müssen wir haben. Und zwar von unserem Code auf diese unterste Ebene. Wie geht das in aller Regel? Nun, normalerweise gibt es einen Compiler. Der Compiler ist Teil des Frameworks, was wir verwenden. Framework ist sozusagen der Oberbegriff. Da haben wir einen Werkzeugkasten mit sämtlichen Tools zur Entwicklung. Da drin ist, wie gesagt, der Compiler. Der Compiler ist sozusagen unser Dolmetscher. Er geht hin und nimmt unseren geschriebenen Code, liest ihn sich durch, erkennt vielleicht, da ist ein Fehler, oh, dass das unnötig formuliert, das da ist so nicht richtig. Der erkennt quasi alles, was da drin ist und übersetzt es in eine Zwischensprache. Der nächste Step wiederum ist, dass wir diese Zwischensprache nochmals übersetzen, und zwar auf die Ebene des Maschinencodes, sprich Anweisungen für den Prozessor und eben die Hardware-Komponenten, also die unterste Ebene, 001 quasi. Das macht wiederum in aller Regel ein Interpreter. Der führt diesen Code quasi aus und baut daraus eben den Maschinencode. Diese Zwischensprache, die wir dort quasi schon übersetzt haben, die ist im Kern sehr, sehr nah an der Maschinensprache dran. Das Betriebssystem kann quasi, wenn es sagt, wir führen ein Programm aus, kann es hingehen, ah, das hast du geschrieben in der Zwischensprache, das verstehe ich, okay, du musst das gerade ausführen, ich übersetze dir das und führe das aus. Bei C# wiederum ist es so, wir haben nicht wirklich diesen Interpreter, wir haben ihn schon, nur ist quasi verbunden, und zwar bei uns heißt das Ganze JIT Compiler, ein Just-in-Time-Compiler.
Der geht quasi hin und macht Folgendes. Der nimmt diese Zwischensprache, meinetwegen haben wir jetzt eine Funktion f von x, die wir aufrufen, die steht in dieser Zwischensprache irgendwo unter anderem auch drin. Der geht quasi hin, nimmt sich diesen Code raus und führt den aus. Also er merkt quasi einmal, ich muss das nehmen, ich übersetze dir das noch 0 und 1 direkt, wir führen das einmal aus und sobald es ausgeführt wurde, verwerfen wir das sofort wieder. Also quasi, ich nehme mir irgendwas, ich übersetze es, ich führe es aus und werfe es wieder weg. Und wenn ich es nochmal brauche, muss ich wieder hingehen und wieder übersetzen und wieder ausführen. Das ist quasi sehr performant. Anstatt einmal erst den gesamten Code durchzugehen, machen wir Baustein für Baustein in der Übersetzung eben. Das ist kleine Stücke, aber es ist viel wert. Und das macht quasi auch Sachen portable, ein bisschen so übertragbar auf andere Systeme. Weil wenn wir diese Zwischensprache abspeichern können und wir immer wieder Baustellen davon lesen können, dann ist es für uns umso einfacher quasi davon, Sachen immer wieder aufzurufen oder bereits zu implementieren. Als Beispiel genommen in unserem Projekt können wir ja später Dateien, die bereits schon in DLL-Format sind, implementieren. Das sind ja Bibliotheken, da steht ja auch schon was drin. Und genau das im Prinzip können wir auf zwei Arten machen. Wir können diese Zwischensprache wieder mittels eines Decompilers zurückübersetzen in C-Sharp-Code und umgekehrt den C-Sharp-Code mittels eines Compilers wieder in diese Zwischensprache übersetzen. Das heißt, es gibt ein Zwei-Weg-System quasi und damit haben wir quasi Zugriff auf das, was wir eben damit gebaut haben. Jetzt ist es so, das ist sehr viel Theorie und man könnte sehr weit in die Tiefe nach unten gehen. Wir machen das jedoch anders. Ich kürze das Ganze nämlich hier ab und sage euch, die Info reicht halt erstmal zu wissen. Es gibt ein Framework, es gibt einen Compiler, es gibt einen Interpreter und es gibt quasi unten nochmal den Just-in-Time-Compiler, der beide miteinander verbindet. So. Das ist quasi alles hierzu. Und jetzt, Entschuldigung, gucken wir uns mal gerade an, was eine Entwicklungsumgebung ist oder wofür wir sie nutzen können. Deswegen, wir switchen rüber. So, jetzt laden wir mal eine Entwicklungsumgebung herunter. Dafür nehmen wir Visual Studio 2019 Community. Wir nehmen den kostenlosen Download hier in Anspruch, lassen das Ganze hier drüber einmal herunterladen. Der Link ist übrigens in der Videobeschreibung drin. Und dann starten wir hier unten einmal die Datei. Kriegen wir den Balken, möchten, dass an unserem Gerät Änderungen vorgenommen werden? Ja, möchten wir natürlich, ganz klar. Und dann taucht hier das Fenster auf. So, ups. Hier drin geht der Installationsvorgang los des Installers erstmal. Wir klicken auf Fortfahren und ich habe schon installiert. Ihr macht das gerade erst und dann taucht dieses Fenster hier nämlich auf. Und da wären wir auch schon im Visual Studio Installer. Jetzt seht ihr bei mir hier schon zwei Einträge vorhanden. Die sind bei euch am Anfang natürlich nicht da, weil ihr müsst erstmal das Programm installieren. Zum Zeitpunkt dieses Videos hier arbeiten wir jetzt mit Visual Studio Community 2019. Das müsst ihr hier oben über verfügbar auswählen. Hier in dieser Liste wird es irgendwo auftauchen bei euch, wahrscheinlich unter den ersten drei Einträgen. Da klickt ihr auf Installieren. Und in aller Regel, wenn ihr auf Installieren dort klickt, werdet ihr eine Liste von Komponenten und Zusatzmodulen sehen, die ihr eben für diese Entwicklungsumgebung installieren könnt. Dazu müsst ihr quasi auf Folgendes gehen. Wenn ihr es normal installiert habt, ohne die Sachen auszuwählen, habt ihr im Nachhinein die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf Mehr und dann auf Ändern und könnt es danach auswählen. Beim Installieren habt ihr dasselbe Fenster hier und zwar folgendermaßen. Was ihr erstmal braucht für dieses Tutorial, für diese Tutorial-Reihe, ist die .NET Desktop Entwicklung. Genau dieses Paket hier. Darum beschäftigen wir uns, besser gesagt, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Zeit als allererstes. Und später hingegen, wenn das alles quasi durch ist, kümmern wir uns hier um Spieleentwicklung mit Unity. Deswegen, diese zwei Pakete braucht ihr, .NET Desktop-Entwicklung und Spieleentwicklung mit Unity. Wenn ihr mal sehen wollt, was dahinter ist, wählt einfach mal aus oder an und ihr seht hier rechts sogar unter Enthalten, quasi was da drin steckt und hier unten drunter einzelne Komponenten, die ihr noch auswählen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, ihr habt schon installiert und ihr wählt jetzt nochmal was Neues aus, meinetwegen jetzt das hier, dann seht ihr hier unten rechts die Installationsgröße, die ändert sich automatisch dadurch. Das heißt quasi, ihr könnt immer wieder hingehen und Module hinzufügen oder entfernen und quasi das Ganze so nehmen. Wie gesagt, hier unten auch Spielentwicklung mit Unity.
Da schon mal ein wichtiger Hinweis, es empfiehlt sich, wenn ihr mit Unity entwickelt, dieses Paket zu installieren. Warum? Weil hier drin sind Visual Studio Tools für Unity. Die erlauben es quasi, die Entwicklungsumgebung, also Visual Studio in dem Moment, an die Unity Engine anzubinden. Das heißt quasi, ihr könnt in dem Moment, wenn ihr später in der Unity Engine euer Spiel ausführt, während das Spiel quasi läuft, euren Code Step by Step laufen lassen und analysieren lassen. Wie das alles geht, erfahrt ihr in späteren Videos nochmal, aber nur um es mal kurz gesagt zu haben. Deswegen, das quasi alles auswählen, dann bei euch beim ersten Mal hier unten entweder auf Installieren oder eben Ändern drücken. So, jetzt ist Visual Studio installiert. Jetzt habt ihr den Eintrag hier stehen, Visual Studio Community 2019. Soweit so gut. In unserem Fall klicken wir hier mal auf Starten. Ich kann es gerade noch aktualisieren natürlich, aber wir gehen auf Starten. So, dann taucht schon das Fenster hier auf. Ihr seht schon, das war's quasi für das Fenster hier hinten. Jetzt sind wir hier drin. So, jetzt seht ihr bei mir hier, hier sind schon eine Menge Programme und allgemein Projekte drin, die quasi über Zeit gemacht wurden. Was da aber ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass ihr ja ein neues erstmal erstellen wollt. Ich habe hier schon vorhin unser erstes Programm angelegt. Ich zeige euch aber nochmal hier gerade, wie wir das anlegen. Und zwar folgendermaßen. Ihr geht hier unten auf neues Projekt erstellen. Das ist das Simpelste für euch. So, dann habt ihr hier die Auswahl. So, wir wollen C# haben natürlich. Wir wollen für Windows, weil wir gerade auf der Plattform sind. Wenn ihr auf einer anderen natürlich seid, wie meinetwegen hier macOS oder Linux oder iOS, müsst ihr halt eure Plattform erstmal auswählen. So, und dann könnt ihr quasi aus allen Projekttypen hier unten, aus dieser ganzen langen Liste auswählen, was ihr haben wollt. In unserem Fall reicht uns hier eine Konsolen-App, .NET Core. Hier seht ihr nochmal Console, C#, Linux, macOS, Windows. Deswegen, die drei Plattformen sind es. Wer das nicht finden kann in der Liste, der tippt mal hier oben ein Konsole. So, dann seht ihr nämlich diese Einträge hier tauchen auf. Und genau das ist, was wir haben wollen. Wenn ihr das nicht hier drin stehen habt, dann habt ihr bei den Modulen vorher etwas vergessen zu installieren. Müsst ihr nochmal gerade im Video zurückgehen und gucken, ob ihr die Haken bei den zwei Komponenten .NET Desktop Entwicklung und eben Spieleentwicklung für Unity gesetzt habt. Wobei halt eben zweites genanntes eher nur später wichtig ist. Ihr braucht erstmal nur .NET Desktop Entwicklung. So. Dann wählt ihr quasi aus Konsolen-App, .NET Core, C# Konsole hier. Klickt auf Weiter in dem Moment und dann habt ihr hier den Projektnamen. Beim Projektnamen könnt ihr euch erstmal den Namen eures Projekts eintragen. Und zwar in unserem Fall ist es erstmal erstes Programm. Das heißt quasi, steckt nichts anderes drin wie, das ist der Name unseres Projekts. Und unter diesem wird auch in der Liste, die ihr vorne gesehen habt, das Projekt quasi eingetragen. Und wenn ihr später wieder hingeht und jetzt beim Projekt laden auf ein Projekt mit diesem Namen klickt, wisst ihr genau, ah, das war das und das Projekt. Relativ simpel. So, hier könnt ihr noch auswählen, wo das Ganze abgelegt werden soll. In dem Fall bleibe ich bei meinem Ordner hier. Und was ich immer ganz gerne mache, ist, platzieren Sie die Projektmappe und das Projekt im selben Verzeichnis. Damit ist quasi alles gemacht und ihr könnt hier auf Erstellen klicken. Da ich jetzt aber schon ein Programm erstellt habe in dem Moment, wissen Sie, dieses Projekt, gehen wir auf Zurück nochmal. Und ich habe hier stehen, erstes Programm.sln. Das würde jetzt bei euch hier auch so sein, wenn ihr nach dem Erstellen das Ganze nochmal zumacht, also einfach mal Visual Studio schließen und nochmal neu öffnet. Und zwar indem ihr nochmal hier auf Starten geht. Dann müsste jetzt bei euch nämlich hier ebenfalls erstes Programm stehen. Da können wir draufklicken und dann öffnet doch mal Visual Studio sich komplett neu. Ihr seht hier die Leerzeile alles in dem Moment ganz kurz und dann habt ihr den Programmcode vor euch. Hier steht nochmal, Projektmappe wird vorbereitet und dann habt ihr genau das hier alles vor euch stehen. So, was jetzt hier drin steht, ist erstmal natürlich jetzt eine Menge Spanisch für euch. Ihr habt von diesen Wörtern noch absolut nichts kennengelernt oder seid vielleicht komplett neu im Programmieren. Programmieren ist erstmal folgendes. Ihr lernt eine Sprache neu. Ihr seht hier viele, viele Wörter, viele, viele Bezeichnungen, blaue, grüne, weiße Sachen und alles davon steht für diverse Komponenten, die ihr über den Verlauf des Tutorials lernen werdet. Grundlegend aber erstmal, was ihr wissen müsst, immer wenn ihr eine Konsolenanwendung oder ein beliebiges Projekt erstellt, habt ihr in aller Regel immer eine Class Program.
In dieser Class Program gibt es genau einmal diese Static Void Main String Args Methode. Was das alles bedeutet erstmal, ist ja vollkommen egal. Aber wichtig ist, die Main, die muss in einem Projekt immer vorkommen. Denn beim Programmstart springt quasi nachher, beginnt, besser gesagt bei einem Programm, ohne es jetzt Fachbegriffe zu wenden, euer Programm geht immer von genau dieser Stelle hier aus, führt einmal durch und sobald es hier angekommen ist, ist es beendet. Deswegen, alles was quasi hier innerhalb steht, ist euer Programm. Gucken wir mal, wie es geht. Wir zücken mal hier oben auf erstes Programm. Und es dauert ganz kurz und dann seht ihr hier schon, tada, hier steht jetzt ein Text, mehr Infos und das war's. So, und unser Programm wurde mit dem Code 0 beendet. Das klingt doch schon mal ganz gut. Was das Hello World hier ist, ganz einfach. Wir haben hier gesagt gehabt, console.writeline, also gib auf der Konsole folgenden Text aus. Der Text ist Hello World. Für einen Text schreibt ihr immer zwei Anführungszeichen und dann innerhalb dieser beiden den Text hinein, den ihr haben wollt. Zum Beispiel meinetwegen könnt ihr auch hier sagen, Hallo. Fertig. Jetzt gibt die Kontrolle beim nächsten Start, wenn ihr es nochmal öffnet, Hallo aus. Machen wir mal ganz kurz. Sieht dann wiederum folgendermaßen aus. Tada! Hier steht Hallo. So, jetzt wisst ihr schon quasi, ihr könnt in einer Zeile mit WriteLine ausgeben Hallo. Also Text innerhalb einer Zeile schreiben und danach direkt in die nächste springen. Meinetwegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir erstellen mal für unser erstes Programm einen kleinen Dialog, weil ich euch nicht so viel aufgeben will. Machen wir das in folgender Form. Stellt euch vor, ihr kennt nach diesem Tutorial jetzt oder jetzt mit diesem Tutorial zwei Methoden. Das erste ist WriteLine, also etwas von einer Zeile ausgeben. Das andere Gegenstück ist console.readline, irgendwas einlesen. Wir machen einen kleinen Dialog. Hier sagen wir mal console.writeline. Wie ist dein Name? Dann lesen wir die Eingabe des Benutzers ein. Ihr drückt quasi Enter. Nach dem Enter drücken, wenn ihr eingegeben habt, kommt console.writeline. Hoppla, nicht hierhin. Kurz verrutscht. Wie alt bist du? Könnt wieder was eingeben. Und console.writeline, was machst du gerade? Console.readline. So. Das ist ein simpler Dialog. Die Konsole schreibt erstmal raus, wie ist dein Name? Wie heißt du eigentlich? Der Nutzer gibt meinetwegen seinen Namen ein oder irgendeinen Blödsinn. Dann schreiben wir hier hin, wie alt bist du? Der Nutzer gibt wieder irgendwas ein. Und dann haben wir hier, was machst du gerade? Wieder was einlesen, fertig sind wir. Wir führen es mal aus. Hallo, wie ist dein Name? Ich bin Lars. Wie alt bist du? Ich bin 23, zum Zeitpunkt des Videos hier. Was machst du gerade? Ich nehme ein Tutorial auf. Genau, eine Tutorial auf. Ich nehme ein Tutorial auf. Ende. Genau, das ist es quasi. Mehr macht euer Programm nicht. Es rennt von oben nach unten einmal komplett durch und ist danach fertig. Deswegen, alles was hier drin steht, wird einmal durchlaufen und danach ist es beendet. So, und damit ist auch schon die erste Lektion beendet. Oh, was habt ihr jetzt gelernt in dem Moment? Naja, ich habe euch erstmal mit Fachchinesisch vollgelabert. Danach habt ihr eine Entwicklungsumgebung und ein Framework kennengelernt. Wir haben die Entwicklungsumgebung heruntergeladen. Die Komponenten installiert, die wir für das Entwickeln dieses Kurses bzw. dieses Tutorials hier brauchen. Danach haben wir ein Projekt erstellt. Wir haben den ersten Code geschrieben, das Programm einmal laufen gelassen und ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Insofern, damit sind wir mit dem ersten Video der Reihe durch. Ihr könnt jetzt Sachen auf der Konsole ausgeben und Sachen aus der Konsole einlesen, bzw. den Nutzer eingeben lassen. Und was man daraus noch alles machen kann oder mehr, gibt's dann in den nächsten Videos der Reihe.
Deswegen nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung des Videos da. Wie am Anfang gesagt, schreibt gerne einen Kommentar, wo ihr gehangen habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder nutzt einen der verlinkten Socials-Links, wie ihr gerade hier rechts seht, an der Stelle. Gerne auf Discord auch vorbeikommen und Fragen stellen. Wir haben dort einen Programmieren-Channel. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche noch einen schönen Mittag, Tag oder Abend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil der Videoreihe.